Wir sind jetzt mittlerweile schon in Portland, Oregon. East vs. West ist vorbei. Es war richtig geil. Wir sind jetzt bei Houston. Oh yeah! Wir haben auch noch Jake mit dabei. Der bleibt jetzt noch die Woche mit uns. Wir holen uns jetzt ein Rentalcar, also ein Mietauto. Und dann ja, checken wir den ein oder anderen Wasserfall ab. Ich bin mir sicher, Timmy wird auch ein bisschen mehr springen. Und ich vielleicht auch den einen oder anderen Sprung machen. Das werden wir ja dann sehen. Timmy, mach mal eine Pose. Oh, du Model. Oh, du Model. Mach mal eine Pose, eine Pose. Jetzt mach ich wirklich ein Bild. Du fickst. Also erstmal einen riesen Respekt an Timmy und Jake, dass sie den Wasserfall gesprungen sind. Ja, es ist unglaublich schön, aber es waren auch ziemlich krasse Bedingungen. Wie man sieht, musste man von dem Baumstamm springen, was mir persönlich ein bisschen zu heikel war. Ich bin raufgegangen, habe es mir angeschaut, aber der Absprung war mir zu rutschig und habe mich nicht wohlgefühlt und habe mich deswegen entschieden, es nicht zu machen. Nachdem Timmy und Jake gesprungen sind, ging es für uns am nächsten Tag zum Abiqua-Wasserfall. Es ist mit einer der schönsten Wasserfälle, die ich je gesehen habe. Auch die gesamte Umgebung ist einfach der Hammer. Wie der Tag da so gelaufen ist, schauen wir uns jetzt an. Starfire.
Wir sind immer noch in Oregon. Heute bei den richtig geilen Sanddünen. Und wir tummeln heute ein bisschen, machen ein paar Tricks im Sand. Wir sind heute in Washington. Ich werde jetzt unterm Wasserfall abtauchen, um sicherzustellen, dass alles tief genug ist. Timmy und Houston sind oben, sind bereit zum Springen. Jetzt noch der kurze Check und dann kann's losgehen. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom. Ich glaube, es war einer meiner höchsten Double Bags. Hat sich geil angefühlt. Am Anfang ein bisschen Angst gehabt. Rückwärts an der Kante stehen ist nicht so mein Ding. Aber saufett. Wir sind am Columbia River. Das wird wohl mein höchster Sprung bis jetzt. Ist nochmal ein Stück höher als in Vermont. Sieht auf jeden Fall gestört aus. Ich zeige euch gleich eine Ansicht von der Seite. Timmy wird dann hier
am Absprung stehen. Ich bin jetzt schon relativ nervös. Ich werde den sichersten Sprung machen, den ich springen kann. Ich mache einen Suki, heißt Vorwärtssalto halbe Schraube zu Rückwärtssalto. Ihr seht gleich Timmy oben an der Kante stehen. Steh auf! Jo. Jo, wie man sieht, Timmy. Ziemlich klein da oben. Ich würde sagen, wir schmeißen jetzt mal einen Stein, damit wir die Flugzeit sehen. Send it. Woppa! Klingt richtig gut, gell? Ja, das klingt nach einer Menge Spaß. Du packst es, gell? Ja, Mann. Dein höchster, Alter. Wir messen es jetzt nochmal ab, also mit einem Seil nur, aber bei Houston daheim haben wir dann noch ein Maßband und können es daneben legen. Nachmessen. 116 Fuß. Also 35 Meter. Ja, ich würde sagen, das war jetzt ein guter Abschluss fürs Video, für unseren gesamten Trip. Das war gestört, Mann. Darauf kriegt erstmal eine Faust. Hey. War ein richtig geiler Trip, wir hatten richtig viel Spaß. Die Amis sind richtig geil drauf. Auf jeden Fall. Die Natur. Leute, ihr habt noch nie so was Schönes gesehen. Wenn ihr irgendwie einen Cliffdiving-Trip machen wollt, geht nach Amerika. Checkt es aus. Vor allem Oregon. Oregon kann ich nur empfehlen. Oregon ist empfehlenswert. Vielen Dank auch an Houston und die Leute vom Bum Palace Media. Ich werde es am Ende noch verlinken. Die haben uns... Die Leute haben uns alles gezeigt und haben uns bei sich pennen lassen und haben uns überall rumgefahren. Wir sind zu so vielen Spots mit denen gefahren. Und war einfach klasse. Ohne die hätten wir vieles nicht machen können. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da wie immer. Schreibt was in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Wenn ihr disliked das Video, dann gibt's Schelle. Das darf nur ich machen.